Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Mio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge. Ja, heute spontan kam ein neues OMSI für die Karte, ein neues Update für OMSI, die Karte X10. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen, denn es ist natürlich eine ganze Latte. Und ich hätte niemals gedacht, dass wir hier jemals noch ein neues Update sehen, ja, von der Karte X10. X10 ist natürlich mein absoluter Favorit, ja, an DLC-Maps oder sowas. Und deswegen freue ich mich darüber sehr. Ich wusste zwar, dass da irgendwie was kommen sollte, aber dass es heute so spontan kommt, ja, das war natürlich nicht abzusehen. Also, was haben wir da mit dabei in dem neuen Update 1.3? Überarbeitete Hilfspfeile wohnen hier und veränderte Module, Kubus und Daisies haben wir hier drin. Der Bus hat einen neuen Fahrscheindrucker, Bordrechner AFR4, wird ab Spieljahr 2014 gewählt. Neue realistische Routeneingabe im IMAX, automatische Routenerkennung in vielen Fällen für AFR4, IMAX nur auf der Map Berlin X10. Verbesserte und realistische Haltestellen, Weiterschaltung, verbesserte und neue Fonts für Zielanzeigen, überarbeitete Sounds, erweiterte Funktionalität der Kamerabildschirm, Schalterruf startet eine zufällige Konversation mit der Leitstelle, IMAX kann kodierte Meldungen senden, Kraft der Haltestellenbremse erhöht, Bugfixlicht, Drehschalter, verzögerte KI-Abfahrt, Fahrscheinverkauf etc., kleinere Verbesserung, Nining, Heizung, Türen im Display, ausgetauschte Dashboard-Textur wird nicht mehr schwarz und Korrektur der VTF-Repaint in der AI-List und so weiter und so fort. Es gibt hier noch haufenweise Straßen-Updates. Verkehr wurde hier geupdatet. Fahrplan endet M19 und M19 bedient zum Ausstieg auch die reguläre Haltestellen Rathenauplatz. Kein Verkehr auf Busspuren Rathenauplatz Richtung Zoo durch ungestörte Pause abends möglich. Wir haben Krone-Events, reduziertes Verkehrsaufkommen in den Ferien bis im Jahr 2023, Feiertag bis 2023, verbesserte Darstellung von Kreuzung bei Regen und bei Nacht, LKW-Anhänger neu texturiert, LKW-Anhänger blinkt beim Abbiegen. Wenn SEV verkehrt, sind extra Haltestellenschilder sichtbar, neue moderne Taxis, neue moderne Lieferwagen und weitere Kleinigkeiten haben wir hier zum Beispiel die Daisies an der Waldschränke und Wartestraße im Havelbus-Design, U-Bahnhof Kurfürstendamm, OMSI-Werbung entfernt, Korrektur, Schneetextur, Rosenbeet, voreingestellte Grafikeinstellungen minimal geändert, Peopleboxen, Nutestraße auf der Höhe auf 0,25 Meter erhöht, Korrekturansage, Fährbediener Platz, Terminus, Oliverer Platz, Gelbmarkierung, Haltestellenlinie wegen Kachelgrenze, minimal mehr Straßenschäden, Fahrtauswertung an Waldschränke 5, weitere kleine Änderungen an Kreuzungen betreffende Pfade oder Abbeschaltung moderne statische Reisebusse auf dem Hardenbergplatz. Also das Ganze findet ihr natürlich auf Steam, ja, da könnt ihr euch das Ganze dementsprechend mal durchlesen. Da ist jetzt noch ein bisschen mehr drin, ich habe jetzt hier nicht alles vorgelesen, aber das war jetzt mal so ein grober Überblick von dem, was hier eigentlich so alles hier drin steckt in dem neuen Update auf jeden Fall. So, und wir wollen uns jetzt aber direkt das Ganze jetzt mal anschauen mit dem neuen Bus, mit dem AFR4. Ja, von daher sage ich mal, steigen wir hier mal ein und ja, gucken uns das Ganze dementsprechend mal an. Dort sehen wir es, ne? Da haben wir das Atron. Ja, wenn wir das Ganze jetzt natürlich hier. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe kein Lenkrad hier gerade. So. Das hört sich schon ein bisschen besser an. So, willkommen bei MAN. Ja. So, da bootet das Ganze. Sonst, ja, leider noch kein Corona-Update drin. Schade, das wäre natürlich jetzt noch ein kleines Highlight gewesen. Also, die Fahrgäste können vorher noch einsteigen. Ja. Ich bin schon dran, dass ich da irgendwie irgendwas ranbekomme. Ja, dass es zukünftig hier in der nächsten Zeit dann hier auch bei uns drin ist. Müssen wir mal gucken. So, wir können jetzt dementsprechend das Ganze jetzt benutzen. Es ist fertig gebootet. Hier sehen wir Data, Hofdata. Oder Hot Data, wie es jetzt hier steht. Können wir jetzt hier Bedienung ohne Verkauf. Jetzt können wir hier die Linie eintippen. Wir sind heute auf der 115 unterwegs. 0000. Bestätigen das Ganze. Und warte auf Route von der Leitstelle. Aha. Bitte warten. Großartig, oder? Das funktioniert fabelhaft. Ja, das ist ja, das ist klasse. Also, das funktioniert hier. Ihr könnt das Ganze natürlich dementsprechend, ja. Das soll jetzt halt erstmal wirklich jetzt nur auf der Karte X10 funktionieren, teilweise aber halt auch auf andere Strecken. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, ich bin ich zu wenig in der Materie einfach drin.
Aber ihr seht, ne, das funktioniert hier 115 Düppel Süd, Neuruppiner Straße. Also das ging hier alles automatisch. Ja, du musst hier nichts machen. Einziges, was du natürlich machen musst, ist natürlich den Fahrplan halt schon vorab einstellen. Ja, dann hat das Ganze auch dementsprechend jetzt funktioniert. Nur sowas kannst du hier die Codes ganz nochmal eintippen. Ne? Das funktioniert auch großartig. Aber ihr solltet euch vorher das Handbuch durchlesen. Das war ein kleiner Hinweis, den ich von Steven bekommen habe. Denn die Codes, die haben sich ein bisschen geändert tatsächlich. Also wenn ihr hier den X1 zum Beispiel oder sowas stehen, müsst ihr jetzt direkt nochmal ins Handbuch gucken. Das ist jetzt ein bisschen anders. Also X10 jetzt, ne? Wenn ihr den X10 jetzt schildern wollt, das ist jetzt ein bisschen anders alles. Aber wenn ihr da schon wahrscheinlich schlau, wenn es da halt irgendwelche Sachen gibt, immer am besten das Handbuch dort durchlesen. Mit der Ruftaste kann man hier wohl die Leitstelle anfunken. Das war ein kleiner Tipp von Lebendig, den ich bekommen habe. Den sollen wir doch direkt mal ausprobieren. Also drücken wir mal die Taste Ruf. Da hören wir, da piept's. Irgendwann sprechen dann hier auch Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt mehrmals darauf drücken musst oder sowas, ja, damit das Ganze halt schneller funktioniert. Aber irgendwann sprechen dann hier auf einmal Leute. Das war den ersten Moment doch ein bisschen, ja, anders, ne? Also kennt man halt jetzt nicht so. Ja, und sonst ist das also, wie gesagt, die große Neuerung jetzt hier an dem Bus zumindest, ja, dass wir jetzt eine ausgetauschte Kasse haben. Das finde ich eigentlich relativ cool. Ja, das ist schon ein kleines Highlight. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass hier nochmal irgendwie mal was kommt so aus... Leitstelle hört. Ja, Leitstelle hört. Das war nicht unsere Leitstelle. So, okay, großartig. Ich würde sagen, wir werden uns jetzt mal hier so ein bisschen vorbereiten, werden jetzt mal die Zeit ein bisschen vorspulen und dann werden wir mal noch eine kleine Runde drehen, selbstverständlich. Ihr wollt es ja wahrscheinlich auch sehen. So. Steht dazu vielleicht etwas im Handbuch? Ja, ist großartig, oder? So, ach so, wahrscheinlich, wenn du den Code nicht findest oder sowas, ne? Steht da nicht was im Handbuch? Hä? Ja, lies doch mal nach, Bio, du Vollidiot. klasse. Großartig. So. So, jetzt muss ich erstmal was machen hier. So, perfekt. Aber warte mal, jetzt müssen wir mal kurz deaktivieren. Weil wir nämlich ausgeguckt haben. Also schräg geguckt haben. So, jetzt passt das Ganze. So, U-Bahnhof in den Platz. Haben wir alles. Von daher, ja, los geht's. So, Barstraße waren wir ja gerade. Ist ja keiner zugestiegen. Aber muss ich sagen, das war jetzt ziemlich cool, dass er das jetzt automatisch ausgewählt hat. Klasse dafür. Also großartig. Ja, ich weiß schon, warum ich X10-Fan bin. Also es gibt kein geileres DLC.
Hallo. Hallo. So, wir tun mal so, als ob wir noch nicht in der Corona-Krise sind hier, ne? So, allerdings hat er jetzt... Hallo. Die Haltestelle jetzt hier nicht gesagt hier. So, 2 Minuten. Verfrühung. Warten wir kurz. So, jetzt können wir zu machen. U-Bahnhof Fährberliner Platz. Genau. Da waren wir ja gerade. Wie funktioniert jetzt die Weiterschaltung hier? Ah. Hoffmann von Fallersleben Platz. S-Bahnhof und Zollernland. So, dann schöner Kaffee hier, ja. Aber ist auch cool, er zeigt auch wirklich die nächsten Haltestellen an, ne? Friedrichsruher Straße um 15:06, Kuno Straße um 15:07, Salzbrunner Straße um 15:08. Ja, das ist schon eine relativ coole Sache. Ist schön gemacht auf jeden Fall, sehr, sehr schön. Straße. So, was sind wir da an hier? Hallo. Grüß Gott. Also das gibt's bei uns nicht mehr. Tickets werden hier nicht mehr gekauft. Hallo.
Weiß ich gar nicht, ob ich da so ein großer Fan von bin, dass man keine Tickets mehr kaufen kann. Weil ich bin zwar wirklich selten mit dem Bus gefahren, ja, also von daher ist jetzt nicht allzu tragisch so, ja. Aber dass, wenn ich mal Bus fahre, muss ich jetzt ja erst zur S-Bahn-Station laufen, um mir dann halt ein Ticket kaufen zu können, um dann wieder zurück zum Bus laufen zu können. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd, weil ganz ehrlich, so schön wie es ja ist mit der mobilen Welt und den Apps und wo du da alles hier irgendwas runterladen kannst, ob das jetzt für ein PC ist, ob es jetzt für ein Handy ist, überall musst du irgendwelche Daten angeben, ja, sodass die Daten schön gespeichert werden. Großartig. Also, versteht mir da jetzt nicht falsch. Also, ich bin ja jetzt nicht so ein, ich sag mal so jemand, der das jetzt abgrundtief jetzt verweigert, Daten halt jetzt ins Internet zu pusten. Na, das ist ja nun mal heutzutage ja gange und gäbe, dass man das ja das Ganze macht halt. Aber ich weiß jetzt halt nicht, ich fahre halt wirklich unglaublich selten Bus. Ja, also, dass ich da, oh komm, entweder du fährst oder du fährst nicht. Meine Fresse. Dass ich da jetzt halt großartig jetzt mir eine App runterlade, um mir da ein Ticket kaufen zu können, weiß ich nicht. Also wird es wohl draußen hinauslaufen, dass ich wohl zukünftig gar keine öffentliche Verkehrsmittel mehr nutze, also wie Bus oder sowas, ja. Weil, wie gesagt, ich jetzt sonst ja nicht, scheinbar ja nicht mal alles an Tickets rankomme. Oh. Gibt es hier einen Nachladehänger? Oder? Ja. Müssen wir kurz warten. Und wir warten immer noch. Sind also die Spiegel größer geworden. Falkenbeckstraße. Müssen wir mal noch die Originalansagen besorgen hier fürs X10. Falkenbeckstraße. Also was, ob sie ja heute schon wieder hat mit diesen langen Ladezeiten, das ist schon wieder... absolut schon wieder nicht mehr witzig hier. Aus. Was ist da mit dem Pfeil los? Teltowstadt, Neuruppiner Straße, Zehlendorf, Waldfriedhof, Roseneck. 115. Ja, so sieht's aus, Leute. Auch schön aufgeräumt hier, schön klar hier.
Das war ja auch irgendwie was, was ja in dem Update ja überarbeitet haben. Allgemein, ne? Ist schon schön, ja. Straße. Boah, da ist Corona. Wenn ihr anfangt so zu zittern, wisst ihr Bescheid, ne? Ob da noch ein anderer Spruch drin ist oder ob das immer der gleiche ist. Ja, schon wieder zu früh hier. Ach. Bitte nur dringender. Bitte nur dringender, okay. Machen wir weiter. Ah, schön, 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 schönes Spielzeug. Bin ich großartig. Also sollte der Modder hier oder der das Ganze natürlich gebastelt hat mit dem Berlin X10 Elder, sollte er das natürlich sehen, ja, dann großartige Arbeit. Natürlich wäre jetzt so ein vollständiges Update mal richtig cool, ja. Also natürlich hat sich ja Berlin Zoologischen Garten so unglaublich viel verändert. Dass es zum Beispiel schon gar nicht mehr so aussieht, wie es jetzt hier in Omni zum Beispiel aussieht. Klar ist jetzt natürlich viel verlangt, wenn man jetzt sagt, so jetzt update mal dein Produkt, was du vor 5 Jahren veröffentlicht hast, ja. Kann ja nicht sein. Aber ich finde das halt cool, dass an diesem Projekt tatsächlich immer noch so ein bisschen gearbeitet wird, dass das Ganze immer noch so ein bisschen gefixt wird, gepatcht wird, ja. Und wie gesagt, dass das Ganze jetzt ganz so. Kleinen Augenblick, bitte. Dass das Ganze jetzt halt doch so noch rausgekommen ist. Also ich wusste zwar von jemandem, dass da irgendwie was im Busch ist, dass es wohl eine riesen Latte gibt an Bugfixes, die noch gemacht werden müssen und alles sowas, ja. Da wusste ich halt, dass da in der Richtung irgendwas kommt, aber er wusste halt auch nichts, ne. Also er war halt tatsächlich heute genauso sprachlos gewesen, ja, wie meine Wenigkeit, die sich darüber jetzt natürlich tierisch drüber freut, dass jetzt für meine absolute Lieblingskarte ein neues Update rauskam.
Und ich muss sagen, auch noch ein gelungenes Update. Was ich ein bisschen schade finde, oder weiß man ja nicht, da steht ja ab 2014 oder sowas, ne, statt. Müssen wir mal gucken, wenn man den Bus jetzt mit 2012 spawnt, ob dann noch die alte Kasse drin ist. Und dass die alte Kasse jetzt natürlich weg ist, komplett weg ist, ausgetauscht wurde, ist natürlich ein bisschen schade. Ja, da wäre es natürlich cool, wenn man das Ganze halt immer so ein bisschen rückgängig machen könnte oder sowas. Weiß ich noch nicht. Also, vielleicht steht da was im Handbuch dazu drin. Kann ich jetzt natürlich dementsprechend jetzt hier nicht so wirklich beantworten. Aber schade wäre es, wenn es halt wirklich so wäre, wenn die alte Kasse nicht mehr drin ist. Aber vielleicht wisst ihr da mehr, dann ja, schreibt es in die Kommentare. Weil trotzdem ist man ja... Ja, mit der alten Kasse ja eigentlich doch relativ gut zurechtgekommen. Ja, das ist natürlich hier schon ein bisschen was anderes. Hallo. Der ist uns reingefahren, wa? Würde ich sagen. Er hat so ein Warnblinklicht an. Warum muss er hier auch fahren? Ne? Das ist die andere, die nächste Frage. Also das haben wir zum Beispiel vorhin, oder habe ich vorhin schon an einem Bild bei uns auf dem Discord gesehen. Da ist ein X jetzt, da steht nicht mehr H, sondern jetzt ein X. Fehler oder was Neues? Müssen wir mal gucken, was jetzt da dran steht. Ich würde sagen tatsächlich, dass es ein Fehler ist. Tatsächlich würde ich sagen, ist jetzt ein Fehler. Da hatte ich irgendwie ein X eingeschlichen statt einem H. Wollen wir mal gucken, ob es weitere Haltestellen gibt, die jetzt hier auch so ein X drin haben, aber gehen wir davon nicht aus. Ja, angeblich haben wir uns von einem Unfallort entfernt. Ferien, es ruscht. Nee, aber normalerweise muss man ja trotzdem, ne? Obwohl Ferien oder jetzt frühzeitige Ferien, ne? Ist jetzt natürlich nicht Ferien. Wir müssen uns jetzt ja eigentlich mit 30 hier durchschlagen. Wir sind schon wieder zu früh hier. Ach, das ist aber auch heute hier was los hier. Da kommt jetzt wieder H, ne? Also und ruckel, ruckel. Hier ein Hüttenweg ist irgendwas. Fahren auf jeden Fall die Fahrzeuge nicht weiter. Warum auch immer der LKW jetzt hier steht. Hat sich Gott sei Dank aufgelöst. Wundervoll. Ja, das werden wir natürlich auch noch mal kurz in den News behandeln, denn dass da hier ein neues Update rauskommt für Wörter, die natürlich sich nur für die News zum Beispiel interessieren. Ja, also wundert euch nicht, falls ihr das denn nächste Woche Sonntag, also jetzt die Woche Sonntag jetzt in den News hört,
Wie gesagt, das ist jetzt die Let's Play-Folge dazu. Und in den News behandeln wir das Thema auch nochmal ganz kurz. Ja, nicht, dass es nachher wieder heißt, das atmest du da schon. Ja, wie gesagt, nicht jeder guckt halt die Let's Plays, sondern vielleicht interessiert sich halt nur für die News. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, selbstverständlich. Ja, da ist auch schon wieder X. Also, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich ein Fehler ist. Da muss man wirklich jetzt mal nachlesen. Ja, er steht natürlich jetzt hier. Dankeschön. Ja, jetzt braucht der Olli herlaufen. Ein bisschen kuschelt hier. Ja, wollte gerade sagen, ich hoffe, er hat rot, dass er deshalb jetzt nicht fährt. Aber wir sind eh gerade zu früh. Von daher können wir jetzt hier auch kurz warten. Guten Tag. Hallo. So, jetzt wird es eh rot, jetzt können wir stehen bleiben. Es ist halt auch echt warmer Tag draußen hier in Berlin. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so aussieht, aber bei uns hier scheint die Sonne aus allen Löchern. Also das ist auch richtig, richtig warm. Also es ist, kennt man gar nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall ist es halt schon ein bisschen draußen, muss man aber echt sagen, eine richtig bedrückte Stimmung. Ja. Also es ist hier gleich so ein bisschen so ein Weltuntergang. So. Die Leute kaufen wie die Verrückten. Das ist, es ist kaum auszuhalten. Play Allee 229. Und ich glaube, das löst halt die sogenannte Panik aus. Ja? Nicht, dass das da jetzt mit dem Virus da, Corona und du hast alles nicht gesehen, sondern du hast einfach nur Panik, dass du nichts mehr zu fressen kriegst. Und ich finde, das darf doch nicht wahr sein. Die haben mittlerweile bei uns so eine Zettel, so eine Schilder ausgehangen, ja. Bitte nur so und so viele Pakete pro Person kaufen. Ja, das gleicht ja schon fast zu früheren DDR-Zeiten so, ja. Das, also pro Person hat zwei Bananen gekriegt oder irgendwie sowas, ja. Also das ist ein bisschen echt furchtbar, ja. Die Stimmung bekommst du in den Laden rein und du siehst halt, Regale sind leer, ja. Leichhardtstraße. Die Regale sind absolut leer.
Und ich glaube, das löst die Panik aus. Nicht die Panik von wegen hier mit dem Virus, ah, du darfst dich nicht anstecken oder sowas. Ich glaube, das würden wir tatsächlich alle überleben. Ich habe wirklich Angst, dass wir nicht überleben, weil wir verhungern. Ja? Weil wir absolut verhungern würden. Oh, jetzt springen wir hier ein bisschen zu dicht am Bordstein. Also, das ist fürchterlich. Also eigentlich wollte ich ja nicht groß so über Corona und so sprechen und so, ne? Das ist ja nun mal, man hört es mittlerweile überall, jeder erzählt über Corona und hast nicht gesehen. Wollte ich mir das so ein bisschen schenken. Aber wie gesagt, wenn du halt einfach nichts zu essen kriegst, ist es absolut nicht mehr schön, ey. Ja, so also die Lage hier. Ich meine, es gibt noch schlimmere Orte, die es wahrscheinlich noch ein bisschen härter trifft, wahrscheinlich. Ich glaube, Stuttgart ist ja mit eines, der wohl gerade am schlimmsten ist. Ja. Bayern zum Beispiel ruft den Ausnahmezustand aus. Ja. Also das ist Wahnsinn. Das ist absolut Wahnsinn, was da los ist. Es ist wie bei X10. Ja. Es gibt hier in Zehndorf auch diese eine Ecke, wo er halt permanent hängt und lädt. Ja. Das ist wenn du unten Hardenbergplatz fährst, ja, und rechts abbiegen willst, Richtung Zoologischen Garten, ja, auch. Ich glaube, jeder hat da wirklich ein Standbild. Ich glaube, es gibt keinen, der da kein Standbild hat. So. So, Zehlendorf, Eiche, steiget aus. Also wie gesagt, also könnt ihr gerne mal posten, ob das ein Fehler ist hier mit dem H, dem X. Ja, vielleicht ist da irgendwie was mehr gemeint, vielleicht eine Expresslinie oder sowas. Ja, dass man das da irgendwie verbinden kann. Ich finde es schade, dass hier endet eine Buslinie. Also aktuell weiß ich nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Also das ist ja schon ein bisschen Weilchen her. Endet hier ein Bus, der sonst immer nach Teltow wieder zurückfährt. Das wäre eine geile Linie. Warum die nicht existiert? Oh, ja, mal einen weißen LKW. Das sieht schon nicht so gut aus. Ich glaube, die Performance geht langsam runter. Also wird auch schon weiß. Hey. Ah ja, okay. Jetzt ist er wieder schwarz. Aber ich glaube, unser
Arm läuft langsam voll. Ich überlege gerade. Und tatsächlich muss ich gestehen, ich habe kein 64-Bit-Patch drauf. Ich habe nämlich meinen OMSI nämlich neu installiert. S-Bahnhof Zehlendorf. Und das habe ich tatsächlich nicht getan. Aber es lief doch jetzt die ganze Zeit gut, ey. Entschuldigt mir das und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt hier durchkommen. Da kommt nämlich schon ein weißer Bus an. Heieiei. Jetzt geht's natürlich Schlag auf Schlag hier wieder. Also, meine Schuld, ja, also keine Schuld vom Entwickler hier oder so. Das war jetzt mein... Ja... Ah, okay. So, beheben konnten wir das Ganze mit... Meiner Meinung nach mit... Nö, scheinbar auch nicht. Nee, scheinbar nicht mehr. Ich überlege gerade. Hat jetzt so lange gedauert. Aber ich glaube, wir brauchen auch nicht mehr weiterfahren, weil das wird jetzt die ganze Zeit passieren. Ich kenne das Phänomen und das liegt jetzt einfach daran, weil ich vergessen habe, jetzt den 64-Bit-Pad-Feuer zu installieren. Das ist natürlich blöd, wenn man ein Spiel, was man halt Ewigkeiten gespielt hat, immer wieder spielt. Denn aus irgendeinem Grund muss man halt das Ganze irgendwie verschieben, halt auf einer anderen Festplatte und so weiter und so fort. Und dementsprechend fehlt mir nämlich die Mod, die Sweet Mod und... Ja, der 64-Bit-Patch, der ist nicht dabei. So. Jetzt stehen wir zwar wieder hier. Ihr seht, wir sind hier schon... Ich würde sagen, wir machen jetzt hier wirklich auch Schluss. Wir fahren die Tour nicht mehr zu Ende. Weil ihr seht, es hat keinen Sinn. Schade, aber nun gut. Zum Zeigen hat es allemal gereicht hier, was dieses neue Update mit sich bringt hier. Aus dem X10 Update in der Version 1.3. Großartige Arbeit, finde ich. Gebe ich gerne weiter an dem Entwickler, ja, dass das hier wirklich klasse ist. Bin mal gespannt, wie es hier in der Richtung weitergeht. Ja, ob da wirklich noch was kommt oder ob das Ganze das letzte Update ist. Das weiß man ja mal alles nicht, ne? Aber ich finde es halt immer schön, dass daran tatsächlich noch gearbeitet wird. Von daher, großes Lob von mir. Und auch wenn er sich da wahrscheinlich eh nichts kaufen kann, aber trotzdem, das muss man einfach mal sagen, ne? Nicht immer nur diskriminieren oder immer nur sondern man muss auch mal loben, ja. Gerne könnt ihr jetzt auch loben, entweder dem Entwickler, schreibt hier unten in die Kommentare, was ihr von dem neuen Update so haltet, habt das selbst schon gespielt oder wusstet ihr davon jetzt gar nichts, schreibt es wie gesagt unten in die Kommentare. Aber ihr könnt natürlich auch das Video loben und mich loben, ne? Indem ihr einfach ein Like da lasst oder auch dort natürlich hier in die Kommentare postet. Und sonst würde ich sagen, verabschiede ich mich hier, bedanke mich, dass ihr so lange dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns morgen zum nächsten Video hier wiedersehen und verabschiede mich jetzt, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.